euch, meine Lieben, ich habe wieder ein neues Rezeptteil für euch. Und zwar möchte ich euch zeigen, wie ich diese wie ich dieses Pfirsichquark bzw. Pfirsichtopfen-Gebäck gemacht habe. Wir brauchen einmal genau 160 Gramm Milch, die hat bitte bei mir Zimmertemperatur, 15 Gramm frischen Germ bzw. Hefe, alternativ könnt ihr bitte 5 Gramm trockene nehmen, 50 Gramm Zucker, natürlich könnt ihr den auch reduzieren, wenn ihr wollt, oder auch mehr dazugeben. 440 Gramm Mehl, das ist hier ein 480er in Österreich und in Deutschland ein 405er bitte. Ein Teelöffel Salz. Ein mittelgroßes Ei. Und 60 Gramm Butter. Das Ganze wird dann einfach nur zu einem Teig geknetet, entweder mit der Küchenmaschine oder funktioniert auch ziemlich gut mit den Händen. Ganz wichtig ist einfach nur, dass es ein schöner, glatter Teig wird. Dauert so in etwa zwischen 10 bis 12 Minuten, abhängig von eurer Küchenmaschine bzw. wie ihr halt geübt seid. Der fertig geknetete Teig kommt dann einfach nur in eine Schüssel, wird dann gut abgedeckt und den lassen wir jetzt bitte für 30 Minuten lang schön aufgehen. Unseren Teig stürzen wir jetzt einfach nur aus der Schüssel raus. Der ist jetzt ein bisschen entspannter. Der ist jetzt nicht wirklich viel hochgegangen, weil er nicht lange gestanden ist, aber das muss er ja auch nicht. Und den teile ich mir jetzt in plus minus 85 Gramm. Stücke, ihr könnt sie bitte natürlich auch größer oder kleiner machen, wie es euch halt am besten gefällt. Jedes der Teile schleifen wir uns dann zu schönen glatten Kugeln, drücken unten die Enden gut zusammen. Wenn ihr sie dann fertig geformt habt, werden die dann gut abgedeckt, dass sie uns nicht austrocknen. Und die lassen wir jetzt bitte 15 bis 20 Minuten lang stehen. Als nächstes können wir gleich unsere Quark- bzw. Topfenfüllung machen. Dafür habe ich hier 250 Gramm Topfen bzw. Quark. Das ist ein 20-prozentiger. Da gebe ich jetzt 20 Gramm geschmolzene Butter dazu. Aber das ist bitte optional. Falls ihr das nicht wollt, könnt ihr die Butter auch weglassen. 80 Gramm Zucker, ihr könnt da natürlich auch weniger oder mehr reingeben. Ein mittelgroßes Ei. Einen Schuss Vanillearoma. Und dann gebe ich noch etwas Zitronenschale hinein. Bitte, ihr müsst nur schauen, dass die Zitronen unbehandelt sind, weil sonst könnt ihr die Schale natürlich nicht benutzen. Und da könnt ihr jetzt reingeben, wie viel ihr wollt. Ich werde jetzt da circa die von der halben Zitrone da das hineingeben, aber ihr könnt natürlich auch mehr reingeben, aber ich finde, das reicht dann. Das geben wir da auch schön dazu. Und das Ganze mischen wir jetzt einfach nur gut miteinander durch. So sollte das dann in etwa aussehen. Und das geben wir uns jetzt einfach nur in den Kühlschrank, bis wir es dann brauchen. Jetzt nehmen wir uns jeden einzelnen Teigling, bestäuben ihn ein bisschen mit Mehl bzw. auch die Arbeitsfläche. Dann drücken wir das zuerst einmal so ein bisschen mit den Händen an. Einfach nur so, dass es schön flach wird. Und dann rollen wir das aus. Und am besten tut man sich da, wenn man das immer wieder ein bisschen dreht, so behaltet man am leichtesten eine schöne runde Form und immer wieder mit gleichmäßigem Druck arbeiten. Seht ihr, so sollte das dann in etwa aussehen von der Größe. Und jetzt hoffe ich, dass ich euch das halbwegs zeigen kann, dass ihr was seht. Jetzt werden wir da einen Rand schneiden. Ich habe da so einfach so einen Pizzakutter, circa einen Zentimeter dick. Schneiden wir dann da so herum, so in etwa
Muss nicht so genau sein. Ihr seht eh, wie ihr halt da zurechtkommt. Da fahren wir einmal so rundherum, bis wir oben wieder ankommen. Und wir schneiden da nicht ganz durch. Da lassen wir uns das frei. Seht ihr, da haben wir dann da den Ring herum. Circa in der Mitte schneiden wir das dann einmal durch. Und jetzt schneiden wir das auch noch einmal circa in die Mitte. Das könnt ihr entweder so mit einem kleinen Messer machen oder auch wieder mit dem Pizzacutter, aber ich tue mir so am leichtesten. Oder ihr nehmt überhaupt gleich eine Schere und schneidet das dann mittig durch. Das schneiden wir dann auch bis daher und auf der zweiten Seite dann auch. Und jetzt nehmen wir uns jeweils die zwei und zwirbeln das dann zusammen. Das könnt ihr jetzt so intensiv machen, wie ihr wollt, oder weniger intensiv, wie ihr halt das, wie euch halt das Muster gefällt. Gut, und wenn wir beide dann verzwirbelt haben, dann legen wir das rechte mal auf die linke Seite, das linke auf die rechte Seite. Seht ihr, also wir kreuzen sie halt so. Und dann legen wir sie da einfach nur am Rand auf, bis sie sich dann halt wieder treffen. Und die Enden drücken wir dann einfach entweder so ein bisschen zusammen oder verstecken sie halt innen, wie es bei euch halt am besten passt. So, seht ihr? So in etwa sieht das aus. Und die werden dann gleich so aufs Backpapier gegeben. Wenn ihr die dann alle geformt habt und aufs Backblech gegeben habt, also ich habe hier mal die ersten und die anderen drei, ich muss das halt auf zweimal backen, das passt nicht in, auf ein Blech hinauf. Und dann besprühen wir die mit Wasser, beziehungsweise ihr könnt sie auch bestreichen. Dann decken wir die schön ab, dass sie uns nicht austrocknen, und die lassen wir jetzt bitte für 45 Minuten lang schön aufgehen. Wenn die dann schön aufgegangen sind, werde ich sie jetzt dann bestreichen. Dafür habe ich hier wieder ein Eigelb mit einem Esslöffel Wasser. Ihr könnt aber bitte auch natürlich ein ganzes Ei nehmen. Und jetzt bestreiche ich da ganz vorsichtig nur die Ränder. Innen muss es nicht sein, weil das werden wir dann gleich befüllen. Auf jeden Fall müsst ihr da wirklich vorsichtig sein, dass ihr da nicht die Luft rausdrückt. Wenn ihr die dann fertig bestrichen habt, jetzt können wir sie dann auch schon befüllen. Dafür nehmen wir uns dann einfach unsere Quarkmasse aus dem Kühlschrank und geben da so in der Mitte einfach einmal was hinein. Ihr müsst einfach nur schauen, dass sich das halt mit dem gut ausgeht. Das verteilen wir dann drinnen. Ich würde jetzt vielleicht nicht mehr Füllung nehmen, nicht, dass es dann rausschwappt, aber ja, könnt ihr natürlich auch, aber sonst in der Norm reicht halt ein Esslöffel, aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Und jetzt können wir dann auch schon unsere Pfirsichhälften draufgeben. Das sind einfach nur die, die es in der Dose zu kaufen gibt. Ihr könnt aber bitte die auch mit frischen, falls gerade Saison ist, mit frischen belegen oder auch mit eingelegten Mandarinen oder normalen Mandarinen, wie es euch halt am besten schmeckt. Falls euch die Hälften zu groß sein sollten, könnt ihr da ein bisschen noch die Ränder abschneiden, dass es halt dann besser reinpasst. Aber bei mir geht sich das genau aus. Und die geben wir dann einfach nur so in die Mitte hinein, so mittig, wie es halt geht. Gut, wer jetzt möchte, könnte vielleicht die Ränder noch ein bisschen mit Mandelblättchen oder keine Ahnung, was auch immer, vielleicht ein bisschen bestreuen, wenn man mag, aber mir reicht das jetzt vollkommen aus. Jetzt kommen unsere Hübschen einfach ins vorgeheizte Backrohr bei 180 Grad Ober-Unterhitze. Ihr könnt wieder auf den Backofen Boden einfach ein, zwei Tassen mit Wasser hinstellen, einfach, dass ein bisschen Dampf entsteht, so geht das gleich ein bisschen besser auf. So, meine Lieben, so sehen die jetzt fertig bei mir aus, beziehungsweise ein Teil halt davon. Die anderen sind schon weg, also insgesamt waren es, glaube ich, 9. Die waren bei mir so um die 25 Minuten im Backofen, aber ihr beobachtet das einfach. Wenn ihr merkt, dass die Ränder einfach schön goldbraun werden, sind die dann auch schon fertig. Hier oben mit den Pfirsichen ist es sich dann ein bisschen schwer ausgegangen, weil da nicht so viele Stück drinnen waren. Und das letzte, was wirklich so groß war, das habe ich dann einfach halbiert und so in Spalten ein bisschen so eingeschnitten und draufgegeben. Aber das könnt ihr bitte natürlich machen, wie es euch auch immer gefällt.
Ja, meine Lieben, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!